Die Bundesliga-Saison 22/23 ist tatsächlich jetzt zu Ende und anlässlich dessen gibt es meine Reaktion auf meine Prognose für die Bundesliga von vor der Saison, wo ich eben die komplette Tabelle durchgetippt habe. Ich weiß zwar schon noch so ein bisschen, aber ja, nicht mehr alles. Dementsprechend gibt es jetzt wahrscheinlich keine allzu großen Überraschungen für mich, wenn ich drauf reagiere, aber ich würde sagen, wir starten direkt rein. Geschwindigkeit stelle ich auf 1,75, dass wir hier recht schnell durchkommen. Heute Abend startet die Bundesliga in die neue Saison und anlässlich dessen gibt es heute gerade noch so rechtzeitig natürlich noch meine Prediction zur Liga, welches Team am Ende auf welchem Platz landen wird. Und es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Saison, die auf uns wartet. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein von unten nach oben. Auf Platz 18 habe ich direkt mal Hertha BSC. Letzte Saison hat man sich knapp gerettet, jetzt wird es meiner Meinung nach nicht mehr reichen und man wird sogar Letzter. Man hat einige Leistungsträger bzw. Spieler, die helfen könnten, verloren. Man hat sich mittlerweile auch recht gut verstärkt, aber ich finde, die Unruhe im Verein ist einfach groß, jetzt auch noch das Pokal aus. Sandro Schwarz an sich ist jetzt kein schlechter Trainer, aber ich traue ihm jetzt nicht zu, dass er die Hertha da retten kann. Okay, also die Hertha auf 18, tatsächlich eine Punktlandung und ja, gibt es eigentlich nicht viel zu ergänzen. Ich glaube, ich habe es echt gut getroffen. Ich wusste noch, dass ich die Hertha tatsächlich als Letzten habe, weil da haben ja viele Bochum. Aber die kommen erst viel später, kann ich mal so viel schon verraten. Und Hertha auf jeden Fall passt. Ich schreibe mir jetzt auch nebenbei einfach mal auf, wie groß die Differenz ist zwischen dem Platz, den ich getippt habe, und der Realität. Und Stand jetzt bin ich hier bei 0, aber das wird sich, denke ich, noch definitiv ändern. Auf Platz 17 habe ich dann den FC Augsburg und ja, jetzt werden viele sagen, dass es jedes Jahr heißt, dass die absteigen und dann machen sie es nicht. Da muss ich sagen, ich habe sie eigentlich noch nie als Absteiger getippt in den letzten paar Jahren. Aber dieses Jahr ist es für mich einfach so, man holt mit Enrico Maaßen einen Trainer, der jetzt Fußball spielen lassen will, was jetzt vorher nicht unbedingt der Fall war. Er möchte auf Ballbesitz spielen. Ich finde, das Kadermaterial gibt es nicht unbedingt her. Und zum anderen ist der Sprung aus der dritten Liga zur Bundesliga groß. Und vor allem der Sprung von einer U-Mannschaft zu einem richtigen Verein stellt für mich einfach eine große Hürde dar. Und ich traue ihm jetzt nicht unbedingt zu, die zu meistern. Also Augsburg aus 17. Ja, am Ende natürlich wieder nicht abgestiegen, aber die Differenz ist gar nicht mal so groß. Am Ende tatsächlich noch 15er gewesen, auch wenn sie die Saison über gar nicht mal so viel mit dem Abstiegskampf zu tun hatten. Und ich muss mich auch ein bisschen korrigieren, Enrico Maaßen hat einen guten Job gemacht, hätte ich tatsächlich nicht erwartet, muss ich jetzt aber zugeben. Dennoch war es zum Ende hin schon ein bisschen schwierig und ja, 17-15 geht eigentlich klar so. Auf Platz 16 habe ich Zweitligameister Schalke, denen ich vom Kader her eigentlich zutrauen würde, die Klasse sicher zu halten, ohne die Relegation, wie ich es jetzt eben prognostiziere. Aber die Trainerentscheidung finde ich einfach nicht gelungen. Frank Kramer hat jetzt in Bielefeld nicht wirklich gezeigt, dass er der beste Trainer ist. Daher sehe ich die schon unten drin und letztendlich auf dem Relegationsplatz. Ja, also Schalke tatsächlich vom Ding her, was ich sage, eigentlich echt gut, weil ich kritisiere da Kramer und sage, vom Kader her können sie sogar so drin bleiben. Und letztendlich war es ja ähnlich. Kramer hat eben die Saison versaut. Letztendlich war es eine gute Rückrunde. Sie wurden am Ende 17er, bei mir eben 16er. Ich habe es eigentlich ähnlich erwartet und der Tipp ist eigentlich ja recht passend, würde ich mal sagen. Der erste FC Köln hat sich, finde ich, gut verstärkt in Anbetracht der finanziellen Situation und dass man jetzt höchstwahrscheinlich europäisch spielen wird. Dennoch wird die Dreifachbelastung eine Hürde darstellen und ja, man wird so ein bisschen in der Bundesliga unten drin hängen, aber es am Ende dann doch schaffen, die Klasse zu halten. Köln tatsächlich auf 15 ist natürlich schon sehr tief. In echt sind sie 11er geworden letztendlich. Da muss ich aber zu meiner Verteidigung so ein bisschen sagen, ich habe erwartet, dass sie in der Conference League definitiv überwintern werden. Das ist dann letztendlich nicht geschehen. Dementsprechend hatten sie in der Rückrunde keine Dreifachbelastung mehr. Beziehungsweise Pokal waren sie ja eh direkt raus. Aber ihr wisst, was ich meine. Und daher dachte ich, dass sie sich deswegen schwerer tun werden, dass sie rein an für sich wirklich gut spielen unter Baumgart, ist klar. Und das einfach so meine Erklärung, dass ich sie so tief hatte. Ich denke, nächste Saison wird man auch wieder definitiv höher angreifen wie 15, auch vielleicht höher wie 11. Aber dazu dann mehr in der kommenden Prognose vor der nächsten Saison. Auf der 14 habe ich den VfB aus Stuttgart. Da ist natürlich noch viel ungewiss, bleibt Kalajdzic und vor allem bleibt Sosa. Da
hängt natürlich viel von ab, aber auch so finde ich, dass der Kader nicht der allerbeste ist und immer noch sehr jung. Man hat nicht wirklich erfahrene Spieler geholt, obwohl man ja letzte Saison gesehen hat, dass es da so ein bisschen mangelt und deshalb für mich nur minimal besser auf Platz 14. Stuttgart auf 14, ich habe es wieder gesagt, mit den fehlenden Führungsspielern ist letztendlich auch mehr oder weniger so eingetreten. Am Ende waren sie sogar 16. beziehungsweise sind es. Und dementsprechend eine Differenz von 2 Plätzen ist, denke ich, auf jeden Fall recht solide. Werder Bremen ist für mich letztendlich auf Platz 13. Ich denke, die werden die Euphorie mitnehmen. Sie haben immer noch den gleichen Trainer, haben sich jetzt auch gut verstärkt. Ich glaube, die werden so ziemlich sicher im Mittelfeld landen oder im hinteren Mittelfeld, ohne in große Abstiegsnot zu kommen. Okay, Bremen tatsächlich auf 13 und das überrascht mich gerade so ein bisschen. Da habe ich eine Punktlandung. Also im Mittelfeld eine Punktlandung ist echt extrem stark. Ist natürlich auch ein bisschen Glück. Aber habe ich eigentlich ganz gut getroffen, würde ich sagen, von meiner Prognose. Auf Platz 12 lehne ich mich ein bisschen sehr weit aus dem Fenster, so wenn ich jetzt mal alle anderen Prognosen anschaue. Ich glaube, niemand hat gesagt, dass Bochum nicht unter den letzten 3 ist. Ich sage, sie werden 12. Denn ich sehe bei Bochum, klar, der Kader-Mike-Wert ist mit Abstand der niedrigste, aber ich sehe da dennoch Qualität im Kader und ich finde, mit Reis hat man einen guten Trainer und in meinem Kopf ist einfach so ein Szenario, dass die eine zweite Saison so wie Union spielen, die ja dann letztendlich 7. wurden. Ganz so viel traue ich ihnen da natürlich nicht zu, aber ich glaube, sie können überraschen. Bin da mit der Meinung ziemlich alleine, aber schauen wir einfach mal, was da so passiert in der Saison. Bochum auf 12 und das ist wirklich ein kleiner Hot-Take von mir gewesen, der letztendlich sogar nahezu in Erfüllung gegangen ist. Natürlich war es ein bisschen anders, Reis wurde entlassen. Letztendlich sind sie 14., also nicht ganz 12., aber nur ein Punkt hinter Platz 12 und haben es am letzten Spieltag geschafft, sich zu retten. Und ich glaube, das haben die wenigsten erwartet. Die meisten hatten sie wirklich auf Platz 18. Ich habe gesagt, nein, sie schaffen es und sie haben es letztendlich gepackt und das hat mich wirklich sehr gefreut. Habe immer mit ihnen mitgefiebert aufgrund meiner Prognose damals und ja, ist auf jeden Fall ein guter Tipp mal von mir. Mainz wurde letztes Jahr 8., dieses Jahr sehe ich sie so in etwa auf Platz 11. Man hat viel Qualität verloren mit Niakate und auch mit Saint-Just. Ich hatte sie jetzt erst ein bisschen tiefer unten drin, aber die haben ja immer noch gute Qualität im Kader. Allen voran mit Jonathan Boycott, der ein herausragender Spieler ist und auch Bo Svensson ist ein guter Trainer, auch wenn ich ihm jetzt nicht mehr ganz so viel zutraue wie letzte Saison. Okay, also Mainz auf 11 sind letztendlich 9. geworden. Also irgendwo im Mittelfeld ist es eigentlich recht treffend, würde ich sagen. Da will ich jetzt gar nicht mehr zu sagen. Sich für mich klar unterteilen in die Top 10 und in den Rest, weil die Top 10 ist für mich irgendwie ziemlich klar und aber auch umso schwerer innerhalb der Top 10 die dann einzuteilen. Okay, ich habe jetzt gerade gemeint, das lässt sich für mich klar einteilen in die Top 10 und in den Rest. Und tatsächlich liege ich da gar nicht mal so falsch, denn die einzige Änderung ist tatsächlich Hoffenheim, die in echt in den unteren 10 waren und die ich in den Top 10 getippt habe. Und Mainz, die eben auf 9 statt auf 11 wie in meiner Prognose sind letztendlich. Also damit lag ich gar nicht mal so falsch. Ist jetzt natürlich die Frage, inwiefern das eine krasse Prognose ist, aber war keinesfalls extrem daneben. Und das ist bei mir Union Berlin. Aber ich kann mir genauso gut vorstellen, dass die bis zu Platz 6 vordringen. Haben jetzt das erste Mal Europa League. Mal schauen, was da so wird. Haben sich dennoch wieder überragend verstärkt auf dem Transfermarkt. Ich glaube einfach, die werden wieder überraschen und vorne mitspielen um die europäischen Plätze. Auch wenn ich jetzt sie jetzt nur auf Platz 10 habe. Aber das gleiche denke ich halt von den anderen in den Top 10 genauso. Okay, also Union, ich habe gesagt, sie werden vorne mitspielen. Aber tipp es nicht. Auch schlau von mir. Aber ich habe es, glaube ich, einfach allen in den Top 10 zugetraut. So ein bisschen. Ja, im Nachhinein nicht ganz so gut gelungen. Ich habe gemeint, sie könnten bis Platz 6 vordringen. Letztendlich sind sie 4. geworden. Also da eine Differenz von 6 Plätzen ist, glaube ich, die größte am Ende. Mal schauen, wie es noch weitergeht. Aber auf jeden Fall nicht ganz so gut. Einer dieser Vereine ist mein Verein, der SC Freiburg. Und auch hier ist es ähnlich wie bei Union. Super verstärkt, spielen jetzt Europa League, werden aber wieder, denke ich mal, vorne mitspielen. Mal schauen, was draus wird. Ich schätze sie ein bisschen stärker wie Union ein. Ich hoffe, ich falle damit nicht auf die Nase, aber das ist so meine Einschätzung. Ja, am Ende war Union wieder mal stärker wie Freiburg. Ich bin auf die Nase gefallen. Dennoch habe ich Freiburg deutlich unterschätzt. Letztendlich wurde man 5. Ich habe sie auf 9. Also auch hier eine große Differenz eigentlich. Auf Platz 8 ist für mich Hoffenheim. Die haben jetzt halt Raum verloren. Da ist so ein bisschen die Frage, wie der ersetzt wird aktuell.
aber ich traue ihnen, weil der Kader ist ja auch ansonsten gut, dennoch viel zu. Man hat ja immer noch Kramaric und weitere gute Spieler. Breitenreiter finde ich als Trainer eigentlich auch nicht schlecht. Ich meine, der hat mit Schalke Platz 6 damals erreicht, wurde jetzt mit Zürich Meister. Auch wenn sein Fußball nicht so ansehnlich ist, ist er definitiv erfolgreich. Auch da kann ich mir vorstellen, dass die bis zu Platz 6 vordringen könnten. Ja, Hoffenheim 8. Letztendlich waren sie 12. Also die Differenz sind tatsächlich, sage ich mal, nur 4 Plätze. Aber die waren lange ganz unten drin im Abstiegskampf und dementsprechend liege ich da schon deutlich daneben, muss ich auf jeden Fall so zugeben. Also der Qualifikation für die Conference League ist in meiner Prognose Borussia Mönchengladbach. Ich glaube, mit dem neuen Trainer Daniel Farke könnte es gut klappen. Er möchte Ballbesitzfußball spielen lassen und der Kader ist grundsätzlich auch darauf ausgelegt. Ich glaube, das passt. Ich glaube, Thuram wird richtig einschlagen, auch in Player. Und vor allem Neuhaus und Hofmann sind genial für den Farke-Fußball, finde ich. Und ich glaube, letztendlich wäre man mit dem 7. Platz auch zufrieden. Ja, Gladbach 7 in echt 10. Also auch die Differenz geht noch klar. Auch wenn es sich tatsächlich ein bisschen stärker anfühlt, der Kontrast. Aber ja, Farke nicht ganz so eingeschlagen, wie ich es erwartet habe, auf jeden Fall. Auf Platz 6 ist für mich Eintracht Frankfurt. Man hat sich richtig krass verstärkt für die Champions League, aber auch jetzt für die Liga, in der man auch die Leistung zeigen sollte diese Saison. Ich denke, man kann in der Champions League für Furore sorgen und dann die Euphorie so ein bisschen mit in die Liga nehmen. Man hat auch die spielerische Qualität jetzt dazu gewonnen, vor allem mit Mario Götze, dass man gegen tiefstehende Gegner auch in der Bundesliga die Punkte holt. Und deshalb denke ich, dass mindestens Platz 6 drin ist. Ich würde eher sogar Richtung Platz 5 oder 4 schauen, aber da habe ich jetzt andere Mannschaften und zu denen kommen wir jetzt. Also Frankfurt auf 6, in echt war es dann letztendlich Platz 7, auch wenn es in der Rückrunde eher schlechter aussah, in der Hinrunde sogar besser. Ja, im Endeffekt ist es eigentlich recht gut getroffen, würde ich sagen. Mein Platz 5 ist der VfL Wolfsburg, der ebenso einen neuen Trainer hat mit Niko Kovac, der ja eigentlich überall für gute Liga-Platzierungen sorgte, sei es jetzt bei Frankfurt damals oder auch bei Bayern und Monaco. Und ich traue es ihm auch bei Wolfsburg zu, denn der Kader ist richtig gut. Vor allem die Offensive ist überragend bestückt mit Wind, Kruse, Metscher, Wimmer, Kaminski. Ich komme da gar nicht zu einem Ende, wenn ich da die Spieler aufzähle, aber ich glaube, das kann schon funktionieren und traue ihnen auf jeden Fall zwischen Platz 4 und 7 alles zu. Ja, zwischen Platz 4 und 7 traue ich ihnen alles zu. Letztendlich wurden sie 8. Man muss aber auch sagen, ein Punkt hinter Platz 6. Klar, von Platz 5 waren sie dann doch tatsächlich 10 Punkte entfernt. Aber ja, nicht ganz so schlecht. Im Endeffekt trotzdem 3 Plätze Unterschied zur Realität. Auf Champions League Platz 4 habe ich mich dann doch für Leipzig entschieden. Ich habe lange überlegt, ob ich die vielleicht auf 5 oder 6 tippe, weil ich finde, der Fußball von Domenico Tedesco, es war ja damals auch so bei Schalke, er war erst extrem erfolgreich, wurde Vizemeister und dann ist man so ein bisschen eingebrochen. Das kann ich mir auch dieses Jahr vorstellen bei Leipzig, weil der Ansatz, man ist halt oft einfach ideenlos im Spiel nach vorne, aber man hat halt die individuelle Qualität von einem Christopher Nkunku und auch weiteren Spielern natürlich. Vor allem hat mich jetzt die Verpflichtung von David Raum umgestimmt, Leipzig dennoch auf Platz 4 zu tippen, weil das sind einfach qualitativ gute Spieler, mit denen wird man definitiv viele Punkte holen. Ja, also Leipzig, erstmal guter Take zu Tedesco, dass das nicht wirklich klappen wird. Dann David Raum ist jetzt nicht unbedingt so eingeschlagen, wie ich es hier meinte. Am Ende wurde man dann 3. tatsächlich, hat noch die Kurve bekommen, auch mit der individuellen Qualität, wie ich es meinte. Ja, Platz 4, Platz 3 nimmt sich eigentlich nicht viel, ist beides Champions League. Im 3. Rang habe ich dann Bayer Leverkusen. Ich hatte lange überlegt, sie auf 2 zu packen, weil der Kader ist einfach genial. Man konnte alle zusammenhalten, vor allem Diaby und Schick und dazu noch einen Loschek verpflichten. Der Kader ist offensiv überragend. Defensiv sind so ein paar Schwachstellen und das habe ich dann letztendlich auch dazu bewegt, sie nur auf 3 zu packen. Leverkusen auf 3, wobei ich da sagen muss, die hatte doch wirklich jeder mindestens in der Top 4. Ich glaube, viele hatten sie sogar auf Platz 2. Und es war wirklich kaum abzusehen, dass die Hinrunde so verkacken unter Seoane letztendlich noch die Kurve bekommen, sodass es am Ende nur noch 3 Plätze Unterschied waren. Am Ende auf Rang 6 mit Alonso und dementsprechend geht es sogar noch klar. Aber ich glaube, da lagen die meisten falsch. Falls nicht, dann Respekt. Auf Platz 2 ist für mich Borussia Dortmund. Ja, keine große Überraschung, man hat sich sehr gut verstärkt, vor allem Schlotterbeck ist wichtig. Offensiv ist es natürlich ärgerlich, dass Aller jetzt ausfällt, aber ich glaube auch mit Aller hätte ich sie nur auf Rang 2 getippt und ich würde sagen, wir gehen gleich rüber zu Platz 1. Ja, und ja, okay, lass dich einfach weiterlaufen. Denn mein Platz 1 ist logischerweise der FC Bayern München. Zum 11. Mal in Folge wird man wahrscheinlich Meister werden. Man hat sich auf jeden Fall verstärkt, ich meine, ich muss es ja gar nicht aufzählen, es wurde schon oft genug thematisiert, die ganzen Neuzugänge. Ich denke auch, der Lewandowski-Abgang wird nicht allzu schwer wiegen und man kann das auf jeden Fall in der Liga ausmerzen und genug Tore schießen, damit
man weiterhin Meister wird. Ja, ganz leicht wurde es dann am Ende nicht, aber im Endeffekt liege ich auch hier richtig mit Dortmund auf 2 und Bayern auf 1. Somit habe ich tatsächlich am Ende 4 richtige Tipps mit Hertha am Schluss, Bayern und Dortmund vorne und mittendrin tatsächlich auch noch Bremen richtig. Die größte Differenz habe ich tatsächlich bei Union mit 6 Plätzen Unterschied. Ansonsten 3x4 Plätze Unterschied mit Köln, Freiburg und Hoffenheim. Aber ansonsten habe ich so zumindest die Region in der Tabelle recht gut getroffen. Paar besser, paar schlechter. Aber ja, war auf jeden Fall okay. War jetzt kein Tipp, der extrem scheiße war. Wie zum Beispiel in der zweiten Liga. Da kommt meine Reaktion auch noch. Ich habe es jetzt ausgerechnet, im Endeffekt sind es 37 Punkte, ja, wenn man das so sagen kann, die ich erreicht habe. Natürlich umso weniger, umso besser. Ich habe das jetzt das erste Mal gemacht, deswegen habe ich keinen wirklichen Referenzwert, wie gut es ist. Ich glaube, es ist recht solide, nicht überragend, aber auch nicht schlecht. Das war also soweit meine Prediction. Ich freue mich schon, in einem Jahr darauf zurückzublicken, was da alles komplett daneben war. Ja, ja. Ging eigentlich. Schreibt mir gerne eure Meinung zu meiner Prediction rein, aber gerne auch eure eigene. Okay, so viel also dazu. Ich habe hier auch 2 Kommentare. Mal schauen, was die so haben. Also kommentiert auch gerne für nächstes Jahr. Vielleicht reagiere ich dann auf eure. Wir haben hier eigentlich eine recht ähnliche Prognose zu mir. Freiburg auf 6 ist echt gut. Union natürlich, ja, hatte ich auch schlecht. Gladbach ist tatsächlich gut. Hätte ich mehr erwartet. Halt typisch Bochum unten, da bin ich natürlich im Vorteil. Hier noch ein Kommentar und ich sehe schon Gladbach auf der 3 ist natürlich... Oh, okay, also soweit ich mich lustig gemacht habe über Gladbach auf der 3, Union auf der 4 ist schon sehr stark, muss ich sagen. Auch Freiburg auf der 6, Leverkusen nur auf der... Leverkusen ist 6, aber das ist trotzdem strong, der Tipp. Mainz 9 ist stark. Wolfsburg auch nicht so hoch, Frankfurt dann ein bisschen zu tief, Bremen passt, Schalke, ja, hat es leider erwischt am Ende und Hertha auch auf 18, Bochum natürlich noch, Stuttgart auf der 16 richtig, Augsburg auch richtig, also der Kollege hat zwar den einen oder anderen Kuriosen mit Gladbach, aber ich glaube insgesamt ist er doch besser dabei wie ich. Das war also zu meiner Bundesliga-Prognose bzw. meiner Reaktion darauf. Lasst mich gerne wissen, was ihr so getippt habt vor der Saison, wie ihr gescheitert oder eben nicht seid. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.